Hallo meine Hübschen, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Vorab riesengroßes Dankeschön, oh mein Gott, zu meinem letzten Video, was ich hier gepostet habe. Falls ihr es nicht gesehen habt, es war intens. Es war für mich ein unglaublich großer Schritt, sag ich mal so offen über meine Probleme der letzten Zeit zu reden. Und wo ich das jetzt gerade filme, ist es der Abend, wo es online gegangen ist. Weil jetzt die Woche, die vergangen ist, bin ich in Los Angeles. Also hey, das ist irgendwie komisch wegen Zukunft und Vergangenheit. Aber das Video ist jetzt knapp 10 Stunden online und ich bin so begeistert von eurem Feedback und ich bin da unglaublich dankbar für. Also wirklich großes, großes Dankeschön. Ich wusste nicht, wie das Ganze ausgeht, aber ich hatte das Bedürfnis, darüber zu reden und geil. Also ich bin wirklich dankbar für euch und für euer Verständnis. Aber gut, kommen wir zum Thema des heutigen Videos. Und zwar gibt es heute meine Jahresfavoriten 2019. Ich bin damit ein bisschen spät, aber ich habe auch immer das Gefühl, wenn man das im Dezember postet, ich habe eh das Gefühl, Dezember ist hier auf YouTube ganz komisch. Also ist so voll Overload. Keine Ahnung. Ich wollte das hier in Ruhe auf den Januar schieben. Wie sinnvoll darzustellen, als ob das Sinn und Zweck hatte. Aber ich habe das Gefühl, so im Januar, frischer Start, was sind gute Produkte, was sind gute Empfehlungen, neues Jahr, neues Make-up-Game. Und ja, falls ihr Empfehlungen braucht, seid ihr hier heute genau richtig, denn ich habe euch selbstverständlich alle meine Empfehlungen unten in der Infobox verlinkt. I know, habe ich beim letzten Video auch gesagt und es ist nicht passiert. Heute sind sie definitiv da. Lange Rede, kurzer Sinn, kommen wir direkt zum allerersten Produkt. Schocker. Rotkäppchen Sekt trocken. You know what's up, wenn ihr mein letztes Video gesehen habt. Ich wünsche, es wäre ein Scherz, aber es war halt wirklich mein Favorit. Ich habe das 2019 so für mich entdeckt. Rotkäppchen Sekt trocken ist everything. Ja, kann ich nur empfehlen. In Maßen. Und was wäre ein Jahresfavoritenvideo von einer Influencerin, wenn sie nicht ihr eigenes Produkt vorstellen würde? Okay, no joke, ich glaube, wäre ich an eurer Stelle, hätte ich spätestens jetzt abgeschaltet. Oder dem Video einen Daumen hoch gegeben. Up to you. Meine Biografie ist definitiv ein Favorit aus dem Jahr 2019. Storytime by Julina. Und das hier ist ein komplett neues Exemplar, was ich gerne an einen von euch da draußen verlosen möchte. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist selbstverständlich meinen Kanal zu abonnieren. Und schreibt mir in die Kommentare, schreibt mir mal in die Kommentare, welches euer Number One Top Lieblingsprodukt, egal aus welcher Kategorie, sei es euer neuer Glasreiniger, euer neuer Aschenbecher, euer neuer Fußnagelclipser, euer neues Lieblingslipgloss, egal was, welches Produkt hat euer 2019 besser gemacht? Und gleichzeitig den Hashtag Storytime bei Julina mit ins Kommentar, damit ich überhaupt weiß, dass ja, ihr hier dran Interesse habt. Der oder die Gewinnerin bekommt selbstverständlich auch eine personalisierte Widmung. Deswegen, ja, schon eine ganz coole Aktion. Das Buch ist jetzt seit 4 Monaten oder so auf dem Markt und ich habe noch nicht ein einziges verlost. Deswegen, eure Chance. Bevor wir mit eigentlichen... Sorry, ich habe mir hier so eine kleine Kiste aufgebaut. Bevor ich mit dem eigentlichen Make-up anfange, habe ich noch so ein paar Skincare oder Haarprodukte, über die ich reden möchte. Und zwar als allererstes habe ich hier ein Trockenshampoo. Das ist von der Marke IGK. Und 95% von euch werden mich 100%ig jetzt erschießen wollen, wenn ich euch ein Trockenshampoo empfehle, was knapp 20 Euro kostet. Weil, ja, Trockenshampoo gibt es in der Drogerie viel, viel günstiger. Aber meine Kopfhaut ist halt so richtig die... Ich habe noch nie einen Menschen gesehen mit trockenerer Kopfhaut als ich. Wenn ich jetzt so mache, dann schneit es. Deswegen, ich brauche ein Trockenshampoo, was gleichzeitig Feuchtigkeit spendet. Schwierige Kombi, aber genau das hier von IGK, das First Class Charcoal Detox Dry Shampoo, tut genau das. Es ist halt leider echt schön. Aber gleichzeitig so, ich glaube knapp 20 Euro kostet das. Ist halt so dumm für ein Trockenshampoo. Aber anderes kann ich halt echt nicht benutzen. Ist halt richtig Game Over. Ist geil,
richtig, richtig geil, sonst würde ich es nicht empfehlen. Richtig, richtig geil, aber halt auch echt unverschämt teuer. Also, aber es ist so gut. Es ist so gut. Also es ist halt komplett andere Liga. Love it. Kommen wir zu einer Bodylotion, die eigentlich gar nicht so richtig Bodylotion ist. Werde ich jetzt von allen Skincare-Freaks getötet? Wahrscheinlich. Aber das hier ist von Avène. Und das ist eigentlich so eine After-Sun-Bodylotion. Aber ich mag die richtig, richtig gerne, weil die zieht so schön und schnell in die Haut ein. Und man hat nicht dieses eklig-backige Gefühl, kann ich halt gar nicht ab. Und ich habe auch das Gefühl, dass die gut Feuchtigkeit spendet. Also ich habe an den Beinen zwischendurch auch recht trockene Haut. Und die hier mag ich richtig gerne. Die habe ich in der Apotheke gekauft. Und ja, die funktioniert gut. Avène Réparateur après Soleil. Oh mein Gott, das war zum ersten Mal richtig gut ausgesprochen, glaube ich. Repair Lotion nach der Sonne. Feuchtigkeit spendend und Haut beruhigend für empfindliche Haut. Ja, me. So sieht die aus und was ich super praktisch finde, richtig dumm, aber die hat halt einen Pumper. Und mit dem Pumper, also geht das nur mir so, aber ich finde es mit dem Pumper halt hardcore viel praktischer. Was man, also wo ihr euch aber nicht erschrecken dürft, die ist halt hardcore flüssig. Also seht ihr das? Das ist halt fast wie so eine Milch. Aber wenn ihr euch damit eincremt, das ist halt auch wirklich schwupps eingezogen. Da muss man halt keine 30 Sekunden warten, theoretisch, bis man sich danach anziehen kann. Das ist halt everything. Achso, und wo ich sie jetzt gerade auftrage, sie riecht auch, by the way, richtig, richtig gut. Ah, Mist, ich habe noch was für die Haare. Moment, so ein bisschen Struktur wäre nicht verkehrt. Dieses Produkt hat mein Haarstyling-Game 2019 auf ewig verändert. Es ist von der Marke Way und das ist der sogenannte Memory Mist. Es ist aber, um ehrlich zu sein, alles, aber bestimmt kein Mist. Also, lustig, Jolina. Ja, Mist ist halt Nebel, ne? Also, so. Was man hiermit macht, wenn ihr zum Beispiel eure Haare glätten wollt oder euch Locken machen wollt, dann macht ihr die, wenn die so von einer Trockenheit, ja, also schon fast trocken sind. Also man stylt ja nie komplett trockene Haare. So Handtuch trocken, sprüht ihr das hier drauf. Also ich mache es jetzt nicht, weil meine Haare sind gerade frisch gewaschen und halt null gestylt. Macht keinen Sinn. Aber sprüht ihr drauf, kämmt dann einmal durch, dass das Produkt wirklich gut in der Strähne verteilt ist. Und wenn ihr dann lockt, Leute, das hält für immer. Und das ist halt, natürlich, vielleicht sagen jetzt manche von euch, Jelina geht auch mit Haarspray, kostet 1,70. Aber wenn ihr es mit Haarspray macht, könnt ihr euch eure Haare halt richtig wegfrittieren, abbrechen, kaputt machen, sonst wie. Klar, Hitze und Haar ist immer so ein Ding, aber das hier ist halt wirklich genau für diese Methodik, Technik, Methode, Methodik hergestellt. Und das funktioniert halt so gut. Also normalerweise, wenn ich meine Haare glätte und auch nur mehr als 2% Luftfeuchtigkeit sind und ich rausgehe, macht es nach 3 Sekunden puff und ich sehe wieder aus wie Hagrid. Also das hier ist wirklich gut. Das ist wirklich gut. Ist auch ein Ticken teurer, aber da würde ich niemals drüber nachdenken, wenn es leer geht, ob ich es nachkaufe oder nicht. Also ich würde es halt immer nachkaufen. Memory Mist von Way, wenn ihr eure Haare stylen wollt und ihr wirklich wollt, dass es halt so lange hält, wie ihr es haben halten wollt, immer das benutzen. Definitiv, gar keine Frage, 100%ige Empfehlung, 1000%ige Empfehlung. Kommen wir als nächstes zu einem Selbstbräuner. Selbstbräuner machen mir Angst. Ich habe noch nie so normalen Selbstbräuner ausprobiert, aber einfach, weil ich echt trockene Haut zum Teil habe und nee, also ich sehe mich halt einfach nicht das einwirken lassen. Ich habe halt das Gefühl, wenn ich es einwirke, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es danach richtig schief geht, viel höher, als wenn ich das hier benutze. Das hier ist ein In-Dusch-Selbstbräuner. Ihr benutzt das Ganze wie folgt. Ihr geht in die Dusche, normal Duschgel, rasieren, das hier auftragen, einmassieren, nur mit Wasser abspülen, nicht mehr reiben und dann mit dem Handtuch trocken tupfen, fertig. Und es kann nichts abfärben an eure Klamotten und ihr seid instant braun. Und das ist halt nicht so ein Body-Make-up oder so, was sich abwäscht, sondern es hält halt bestimmt, je nachdem wie trocken eure Haut ist und wie oft ihr euch schuppt. Also vielleicht noch ein Peeling vorher, wäre auch nicht schlecht, ist aber kein zwangsweise Muss. Also das hier ist halt einfach echt der Wahnsinn. Ich hätte niemals gedacht, dass
ich selbst Bräuner benutzen kann. Aber dieses In-Dusch-Ding ist so gut. Ich habe das in meinem ganzen Freundeskreis schon all meinen Freundinnen empfohlen. So viele benutzen das jetzt, weil das hier ist wirklich der Wahnsinn. Ich habe nur die Befürchtung, dass sie es aus dem Sortiment nehmen. Deswegen, ich habe, bevor ich dieses Video jetzt gerade gestartet habe, 5 Stück noch online bestellt. Einfach, weil ich Angst habe, wenn ich es euch jetzt empfehle und es aus dem Sortiment geht, dass ihr jetzt all den Restbestand wegkauft und ich nichts mehr kriege. Ich glaube, es geht aus dem Sortiment, weil zum Beispiel bei Douglas haben sie es nicht mehr. Und da war es auf 10 Euro reduziert, also von 25 auf 15. Das macht mir ein bisschen Angst. Aber auch das habe ich euch in der Infobox verlinkt. Es ist, glaube ich, echt mein Produkt 2019. Also das hier ist wirklich Creme de la Creme. Wenn ich euch nur 3 Produkte zeigen dürfte in dem kompletten Video, wäre das definitiv mit dabei. Aber es ist mein Video und ich bestimme die Regeln und ich zeige euch mehr als 3 Sachen. Kommen wir zu Gesichtspflege. Und da wurde ich im Sommer so hart angefixt. Und zwar von Leon X Skincare auf Instagram. Er hat mit Hattie auch schon 2 Videos gemacht. Und ich fand vieles, was er erklärt hat, halt unglaublich interessant. Ich habe mit ihm auf Instagram auch so ein bisschen hin und her geschrieben. Er hat mir ein paar Tipps gegeben. Und 2 Produkte habe ich direkt auf seine Empfehlung nachgekauft. Und zwar einmal von Colibri Cosmetics. Ja, die Aktivkohle-Gesichtsmaske. Das ist so, ja, eine Aktivkohle-Gesichtsmaske. Ihr seht das hier, die ist halt auch so richtig dunkel. Die tragt ihr auf und ich habe... Also ich habe nicht das Gefühl, ich hatte mal von Glam Glow eine, diese Gravity Matte oder so, hieß die so? Weiß ich nicht. Aber da hatte ich noch mehr das Gefühl, dass die richtig rauszieht. Ich habe hier eher das Gefühl, dass die ein schöneres Hautbild irgendwie auch macht. Ich weiß nicht, wie das genau funktioniert. Hier ist halt Aktivkohle, Hyaluronsäure, totes Meersalz, Arganöl. Ja, wahrscheinlich totes Meersalz. Totes Meersalz ist halt eh everything. Aber diese Gesichtsmaske ist so gut. Ich habe die seit... Wann habe ich das gekauft? August oder so. Und die ist richtig, richtig gut. Also kann ich wirklich empfehlen. Und auch auf Leons Empfehlung ein Lichtschutzfaktor fürs Gesicht. Und zwar von La Roche-Posay 50+. Ja, hier. Macht euch am besten einen Screenshot. Oder auch der ist für euch in der Infobox verlinkt. Natürlich war mir immer bewusst, wie wichtig Lichtschutzfaktor ist. Natürlich. Aber es ist was anderes, ob es mir nur bewusst ist oder ob ich es wirklich auch umsetze und beherzige. Und ja, der hier ist schön, ist glaube ich jetzt meine 3. Ist auch seit August. Und ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Trage ich nämlich tatsächlich jetzt auch im Winter. Denn es ist halt oft so dieser Irrglaube, dass man das nur tragen muss, wenn man irgendwie im Sommer in der Sonne ist. So, nein. Strahlung, also Sonnen, Lichtschutz, Lichtschäden können immer kommen, auch im Winter, auch wenn es bewölkt ist oder so. Gerade wenn es bewölkt ist. Egal, ihr habt es verstanden, das hier ist richtig gut, das verstopft meine Poren nicht, davon kriegt man keine Pickel. Also das ist halt wirklich nice. Und es funktioniert gut unter Make-up. Also das ist echt gut. Ich habe gerade schon erzählt, ich habe extrem trockene Haut. Und ich habe auch von Paula's Choice eine Gesichtspflege gekauft. Und zwar Replenishing Moisturizer. For Very Dry Skin. Die sieht so aus und die benutze ich als Nachtpflege. Was ich bei der schön finde, ist, dass sie wirklich extrem reichhaltig ist. Also sie ist wirklich dick. Und wenn ihr damit ins Bett geht, habt ihr wirklich das Gefühl, also fast euer Gesicht ist so schwer, dass es noch so irgendwie mehr ins Kissen gedrückt wird. Die ist super, super schön. Und ja, da habe ich keine trockenen Hautstellen mehr mit. Empfehlung. Was ist heute los? Ich habe so gute Laune. Das ist voll krass. Also, es ist so heftig zu sehen, wie euer Feedback, also das, euer Feedback zu dem letzten Video, das ist so crazy. Das nimmt mir so eine Last von den Schultern. Ich bin gerade ein bisschen aufgedreht. Kommen wir zum letzten Body-Produkt und dann starten wir auch mit Make-up, finally. Und zwar ist das von Tom Ford. Und das ist Soleil Blanc. Das ist ein Körperschimmeröl. Ihr seht, dass es hier so ein bisschen sich absetzt. Aber wenn ihr es schüttelt, dann vermischt sich das halt. Und das ist so schön, wenn ihr irgendwie erst den Selbstbräuner benutzt und dann das so ein bisschen auf die Beine und auf die Arme und ins Dekolleté sprüht. Jackpot. Also ihr seht halt so sexy aus. Und das Geile hier dran ist, dass es halt wirklich so ein Öl ist. Das heißt, die Haut ist wirklich auch schön geschmeidig. Und es ist halt auch von Tom Ford der Duft Soleil Blanc.
Wunderschön. Also, ich glaube, entweder liebt man ihn oder man hasst ihn. Ich liebe ihn. Meine beste Freundin sagt, es riecht wie Klostein. Also, ich finde es wunderschön. Und es ist notwendig für... Scheiße, Moment. Es ist notwendig für ein schimmerndes Körperöl, ich weiß nicht, 70, 80 Euro auszugeben. Nee. Notwendig ist nichts von dem, was ich euch hier im heutigen Video zeige. Das ist alles hier First World Luxury. Notwendig ist Wasser und was zu fressen. Ja, obwohl. Und mein Buch. So vielleicht als Bildungsauftrag ist auch sehr notwendig. Geil! Ich liebe die Self-Promo. Oh, das nervt mich, dass hier alles voll steht. Ich hoffe, ich bin jetzt noch im Fokus. Starten wir jetzt allererstes mit Primer. Und... ich habe einen Primer, den ich unglaublich gern benutze, aber der ist so dumm teuer. Also, ist halt richtig dumm eigentlich. Das ist der hier von Sisley. Sitze ich so weit weg, aber ihr seht das. Sisley Double Tensor. 100, ich verdränge, wie viel er kostet. 120 Euro. Dumm. Deswegen, ich will ihn gar nicht empfehlen, weil so dumm teuer. Macht aber so eine schöne Haut. Aber richtig dumm, also nee, Julina, realistisch betrachtet, wenn ich an meine Freundinnen denke, so im direkten Bekanntenkreis, keine von denen würde halt 120 Euro für einen Primer ausgeben. Das ist halt so voll realitätsfremd. Also komplett. Selbst wenn ihr Beauty-Junkie seid, also selbst für mich ist es doch dumm, so einen Primer zu kaufen. Nichtsdestotrotz ist er gut, aber es ist einfach wirklich dumm, so viel Geld auszugeben. 120 Euro... sorry, aber nee. Für den Preis muss ich ganz ehrlich sagen, cancelled. Für die Wirkung erstklassig. Wie ich mir widerspreche einfach. Aber es stimmt. Eine Art Primer, den ich wunderschön finde, ist von Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter. Also ich persönlich benutze es als Primer. Ich trage es halt so ein bisschen hier auf meine Wangenknochen auf, Zentrum meiner Stirn, Nase, Kinn, Lippen, Herz und... für diejenigen von euch, die es vielleicht nicht kennen, wie beschreibe ich dieses Produkt? Ich kenne kein anderes Produkt wie dieses auf dem Markt. Es hat, also es gibt es erstens, glaube ich, in 9 verschiedenen Farben, von hell nach dunkel. Es hat minimale Deckkraft mit drin, das heißt ganz leicht deckt es ab. Ich habe hier als Farbreferenz für euch die Farbe 2. Ich habe aber auch, nur dass ihr einen Vergleich mal seht, die Farbe 5, ja. 2 würde ich halt eher benutzen, so für unterm Auge, für die hohen Punkte im Gesicht, so Wangenknochen, wo ich gerade gesagt habe. Und 5 ist halt viel eher so ein bisschen bronzy. So seht ihr den Unterschied hier farblich. Und was es aber primär macht, ist, dass es der Haut so einen richtig schönen Glow verleiht. Sieht halt extrem gepflegt und frisch aus. Und ich habe auch das Gefühl, dass das Make-up dadurch ein bisschen besser hält. Wie auch immer das funktioniert. Aber ich benutze es manchmal auch, wenn ich halt weiß, ich habe irgendwie was Wichtiges vor und das Make-up muss halt echt lange halten oder ich gehe feiern oder was auch immer, dann trage ich mir das selbst unter meinem Concealer komplett auf. Und wenn ich dann noch den Concealer auftrage und das noch set, also sorry. Es ist in den letzten 3 Monaten auch extrem oft vorgekommen, dass ich in meinem Make-up geschlafen habe. Und oft war mein Make-up aber am nächsten Morgen noch so gut, dass ich es einfach den zweiten Tag draufgelassen habe. Oh Gott, jetzt möchte ich mich selber canceln. Aber ja, Hollywood Flawless Filter von Charlotte Tilbury ist extrem schön. Und ich meine, als ich zum Beispiel im Urlaub war, auf Hochzeitsreise in Afrika, habe ich ganz oft nur das aufgetragen, weil das deckt halt so minimal ab. Das heißt, wenn ich so ein bisschen Durchrötung oder so im Gesicht hatte oder leicht Augenringe, habe ich das einfach aufgetragen und es sah halt einfach minimal kaschiert aus, also wirklich nicht viel. Von der Deckkraft würde ich eher sagen, es ist wie eine leicht deckende Foundation, aber wirklich leicht, leicht. Eher so wie so eine BB-Cream. Und dann aber trotzdem diesen Glow mit drin, ist halt Zucker. Richtig, richtig nice. Und ja, kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Und kostet keine 120 Euro, also bestes Produkt 2019. Also zusammen mit dem Selbstbräuner wäre auch das in den Top 3. Dry. Und zwar von Origins, Ginseng Tinted Moisturizer. No joke. Ich glaube, das hier ist sogar mein Platz 1. Ich habe das im Sommer getestet auf die Empfehlung von Bella, Mrs. Bella hier auf YouTube. Und dieses Produkt hat meine Make-up-Routine und auch
nicht nur meine Routine, sondern allgemein meine Sicht auf Make-up so krass verändert. Ich trage eigentlich fast nichts anderes mehr im Gesicht. Ich habe ganz selten noch hier eine andere Foundation, und zwar ist es von Armani Maestro, aber die eher konzentriert da, wo ich mehr Deckkraft brauche. Also ich habe hier so ganz leicht Aknenarben oder hier zwischendurch so ein paar kleine Pickelchen. Da gehe ich dann mit 2-3 Tropfen von dem rein. Und das ist halt auch maximal leicht bis mittlere Deckkraft. Aber eigentlich benutze ich nur noch das hier und Concealer. Und es macht die schönste Haut, die ihr euch vorstellen könnt. Es ist so natürlich. Und ich habe halt immer gedacht, nee, ich brauche Full Coverage Queen. So dumm eigentlich, weil ich glaube, seitdem ich 16, 17 bin, sind meine Probleme mit Akne halt komplett vorbei. Also ich brauche halt gar nicht so eine hohe Deckkraft. Und ich finde halt natürlich geschminkte Haut, also sowas wie das jetzt hier, wo man auch, keine Ahnung, so ein bisschen Muttermale noch durchsehen kann oder, keine Ahnung, hier so ein bisschen Pigmentstörung, klingt eigentlich so negativ behaftet, aber ich finde es gar nicht so schlimm, um ehrlich zu sein, weil, ja, es sieht auch perfektioniert aus, aber ich sehe nicht aus, als hätte ich irgendwie ein drittes Gesicht in der Fresse. Also das ist halt so. Das hier, also wenn ich euch allen ein Produkt empfehlen könnte, also einem kompletten Video, wo ich weiß, egal wer das kauft, ja okay, nicht egal, also, aber locker 99% von euch würden es lieben. Safe, es ist so gut. Ich habe gar nicht erklärt, was es ist, oder? Also Tinted Moisturizer ist halt im Prinzip Tagespfleger mit 40er Lichtschutzfaktor und leichten Farbpigmenten drin, die sich an eure Haut mehr oder weniger anpassen, ich weiß nicht, ob es für sehr helle oder dunkle Haut auch funktioniert, aber wenn ihr ungefähr so in meinem und dunkler oder heller, also ja, okay, ihr habt es verstanden, Hautfarbspektrum seid, werdet ihr das lieben. Hundertprozentig. Falls ihr hierzu noch mehr hören wollt, habe ich wie gesagt auch ein komplettes Video dazu gemacht. Ich glaube, das heißt, ich teste die Make-up-Routine von Mrs. Bella oder so. Habe ich euch auch mal verlinkt. Hier oben habe ich es wahrscheinlich vergessen, aber in der Infobox. Ich habe gerade realisiert, ich bin doch viel zu weit weg. Funktioniert doch gar nicht. Oder? Ich weiß immer nicht. Ich habe das Gefühl, andere YouTuber sitzen immer total weit weg. Aber ich hab, wenn ich so weit weg sitze, komme ich mir irgendwie doof vor. Aber so habe ich halt das Gefühl, ich sitze euch direkt schon wieder auf dem Schoß. Kommt zum Punkt, Julina. Concealer. Gibt es 2 Stück. Muss ich nicht viel zu sagen. Beide sehr, sehr schön. Beide eine sehr creamy Textur. Ich glaube, wenn ich mich zwischen den beiden entscheiden müsste, wäre es tatsächlich sogar der günstigere hier von Essence. Und zwar ist es der Camouflage Plus Healthy Glow Concealer. Das ist der hier. Und der hat einfach meiner Meinung nach... Ach scheiße, jetzt steht die Box direkt vor dem Mikrofon. Nicht, dass es irgendwie hier komischen Schall oder so gibt. Der hat so eine creamy Textur, ist nicht zu cakey, wundervolle Deckkraft. Dieser Concealer ist everything. Was Concealer angeht, meine Nummer 1 definitiv. Auch sehr schön und auch sehr viel benutzt ist hier von Kylie Cosmetics die Farbe Sand. Der Concealer ist auch richtig nice, den habe ich heute drauf. Aber der hier steht dem in nichts nach. Also eigentlich Quatsch, den hier zu kaufen. Also weil der von Essence ist phänomenal. Und wenn ihr eher das Problem habt, so ölige Haut zu haben, es gibt den auch nicht als Glow, sondern Camouflage Plus, der heißt irgendwie anders, aber gleiche Verpackung. Ich liebe den Glow, einfach weil ich finde, so strahlende Haut sieht immer gepflegter aus, als komplett tot mattiert. Und ja, den hier kann ich euch unglaublich empfehlen. Auch gut von Kylie, aber A, umständlich zu bestellen, B, viel, viel teurer. Einfach Hack-Mack. Der hier ist mindestens genauso gut, wenn nicht sogar besser. Kommen wir zu... Ach, ich habe hier jetzt gar nicht viel zu gesagt, ne? Also, das ist eine wunderschöne Foundation. Die hatte ich auch auf meiner Hochzeit drauf, als Serena mich geschminkt hat, meine Make-up-Artistin. Also, sie war ein Traum. Also, sie hat mich mit der Foundation hier angefixt. Ich hatte sonst von Armani immer die Luminous Silk Foundation. Aber Serena hat die Maestro gehypt und bei mir benutzt. Und dann habe ich mir die nachgekauft. Und die ist halt unglaublich schön. Die ist ein bisschen leichter noch als die Luminous Silk und ich habe das Gefühl, die ist auch ein Ticken matter, ist irreführend. Luminous Silk ist halt extrem glowy, die hier ist ein bisschen matter, aber trotzdem glowy. Also ich liebe die, ja, aber für komplett ist auch das meistens mir zu viel Deckkraft. Ich bin gerade so weit entfernt von Full Coverage, also...
gar keinen Bock zu. Wozu? Ich habe eben gar nicht meinen Gedanken zu Ende gebracht, fällt mir auf. Ich finde halt, selbst wenn man dramatisches Make-up macht, ist natürliche, dezente Haut schöner als zugespachtelt, weil ich habe halt gar kein Problem damit, einen Regenbogen-Lidschatten-Look zu tragen. Aber wenn ich dann so eine dicke, komplett abmaskierte Haut habe, dann sieht es halt unnatürlich aus. So, das andere ist halt einfach ein Look. Also versteht ihr, was ich meine? Ich bin so krass entfernt von Full Coverage gerade. Die meisten so von euch can't relate. Kommen wir zu Puder. Und da habe ich zwei. Eins fürs komplette Gesicht. Und zwar von MAC das Mineralized Skin Finish. Das sieht so aus. Das ist ein gebackenes Puder. Das heißt, das hier ist sehr fluffig, sehr weich, sehr zart auf der Haut. Auch nicht so 100% totmattiert, weil zum wievielten Mal möchte ich es erzählen, ich habe trockene Haut. Aber wenn ich hiermit, ja, ist gerade eigentlich null notwendig, ne? Aber wenn ich hier zum Beispiel so ein bisschen an meine Nase rangehe, zack, zack, zack. Wie beschreibe ich es am besten? Es absorbiert halt gut das Öl. Es hat ein bisschen zusätzliche Deckkraft. Also auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich halt so sagen 4 bis 5. Aber es sieht trotzdem aus wie Haut. Deswegen Skin Finish. Also das ist wirklich, ich liebe das Produkt seit den Zeiten, wo ich bei MAC gearbeitet habe. Und ja. Und dann habe ich noch ein Puder für unterm Auge. Oder so ein bisschen zum Highlighten. Und zwar von Charlotte Tilbury. Das ist das Airbrush Flawless Finish. Ich habe da die Farbe 1. Und sieht ein bisschen busted aus. Ich habe mir aber schon Nachschub besorgt. Aber ja, noch so für 2-3 Mal langt das hier. Ich glaube, die samtigste, fein gemahlenste Textur hat, die ich jemals bei einem Puder gesehen habe. Und das legt sich wirklich wie ein Schleier um die Haut. Und man hat nicht das Gefühl, dass man gepudert hat. Sondern die Haut ist halt einfach denn leicht gesettet, bisschen kontrolliert, fixiert, aber nicht tot. Also das ist halt, ich liebe dieses Puder. Ich kann euch das so ans Herz legen. I know, Charlotte Tilbury ist auch ein bisschen teurer, aber die Qualität zahlt sich wirklich aus. Charlotte Tilbury Make-up-Produkte sind mit die besten meiner Meinung nach auf dem Markt. Eine meiner absoluten Lieblingsbrands. Und das Puder hier, Weltklasse. Es gibt es in 3 Farben. Ich würde mir noch wünschen, dass es so ein paar mehr gibt. Weil 1 ist halt, finde ich, sehr hell. 2, also das Medium, ist für mich im ganzen Gesicht schon zu dunkel. Also ich finde halt den Sprung von 1 zu 2 relativ krass. Und ich würde mir wünschen, dass es dazwischen vielleicht noch mal vielleicht 2 Abstufungen oder so noch dazwischen gibt. Ja, nichtsdestotrotz, das hier richtig, richtig gut. Und dann habe ich noch ein loses Puder. Und zwar von Hourglass, das Veil Puder. Das ist das beste transparente Puder, wirklich zum Fixieren, großflächig im Gesicht, für trockene Haut. Mit dem Puder, selbst wenn ihr es komplett, also wirklich großflächig mit dem Pinsel aufnehmt und richtig reinpresst und auch nicht, ihr müsst, also selbst wenn ihr echt viel benutzt, eure Haut wird niemals tot aussehen, sondern einfach nur leicht abmattiert. Und fast wie so ein weichzeichnenden Effekt. Also das hier ist echt fast Facetune Weichzeichner als Make-up-Produkt. Das hier ist wirklich der ultimative Shit, kann ich nur empfehlen. Weil schaut, seht ihr das? Ich habe trockene Haut. Ich habe so viel gerade drauf gespachtelt. Wie sieht meine Haut aus? Flawless. Richtig. Nächstes Produkt. Ich habe noch ein anderes Puder für unterm Auge. Und zwar von Nikita Dragon. Und zwar das hier, wie heißt es noch? Dragon Heart Transformation Face Powder. Ich mag das hier richtig gerne, weil man damit halt noch bei einem krasseren, intensiveren Look richtig schön die Partien halt hervorholen kann. Das ist halt noch ein bisschen krasser vom highlightenden Effekt als das von Charlotte Tilbury. Charlotte Tilbury ist eher ein bisschen natürlicher. Und ich weiß, ich habe gerade gesagt, ich stehe eher auf natürlich, aber so zwischendurch, keine Ahnung, zum Feiern oder auf Events oder so, wenn halt von mir erwartet wird, dass ich auf eine bestimmte Art und Weise aussehe und ich mich dieser Erwartung hingebe. Wow, klingt auch schon wieder so dumm, oder? Ja, aber wenn ich mehr will, wenn ich ein bisschen extra sein möchte, so ein bisschen eine Spur mehr als basic, dann ist das hier everything, weil das ist, also ich habe wirklich das Gefühl, damit kann ich
mein Gesicht rückwärts konturieren. Also, weil Contouring, klar, kennen wir alle, also kennen wir wirklich mittlerweile alle, den Trend gibt es seit über 10 Jahren jetzt. Da wird ja mit Schatten gespielt und das wird reingedrückt. Zum Beispiel hier an den Wangen, dass man richtig snatcht hier. Und hier wird mit Licht gespielt, aber nicht im Sinne von Highlighter, sondern im Sinne von, keine Ahnung, also wenn ich hier zum Beispiel unterm Auge einen Schatten habe und das Puder auftragt, dann wirkt es auf einmal wie aufgepolstert. Also das ist halt crazy. Also das hier ist halt ein Produkt, was ich sonst in dieser Art und Weise noch nie vorher gesehen habe und nie gedacht hätte, dass ich es brauche. Dann habe ich es bestellt, weil ich es ausprobieren wollte und jetzt liebe ich es. Also das hier ist wirklich, wirklich schön. Kann ich echt nur empfehlen. Machen wir weiter mit Bronzer. Ich weiß nicht, wer von euch auch eine Bronzer-Empfehlung von Jolina Menn hören würde. Denn ich bin dafür bekannt, Bronzer exzessiv, / für den Großteil der Bevölkerung zu viel aufzutragen. Ich liebe Bronzer. Ich warte nur auf den Moment, dass mir unterstellt wird, dass ich blackface. Tue ich nicht. Aber ich liebe es halt einfach gebräunt auszusehen. I love it. Das hier ist halt meine normale Gesichtsfarbe. Und wenn ich das Produkt benutze, trust me, ist das meine Gesichtsfarbe. Ich habe zwei Bronzer. Um ehrlich zu sein, ist es eigentlich nur fair, einen zu zeigen. Und zwar ist es dieser hier von Hourglass. Das ist der, meiner Meinung nach, wunderschönste Bronzer, den es gibt, bis ich den hier gefunden habe. Der von Marc Jacobs ist nämlich, bringe ich es übers Herz zu sagen, besser? Ich glaube, die meisten von euch würden den hier besser finden, weil der matt ist. Ich liebe aber auch den hier. Ich kann mich gar nicht entscheiden. Oh Gott. Hä? Was mache ich hier für ein Drama? Es geht um Bronzer. Der Hourglass Bronzer in der Farbe Luminous Bronze Light. Wunderschön. Ich würde ihn jederzeit nachkaufen, wenn er alle geht. Man sieht, ich bin hier auch schon so ein bisschen am Boden angekommen. Hat aber leichten Glow mit drin. Sieht also auch wieder ein Ticken natürlicher aus als komplett matt. Und das hier ist von Marc Jacobs, der Bronzer Tantastic. Der ist komplett matt, den habe ich auch heute zum Beispiel drauf. Und es ist nicht übertrieben. Ich habe heute keinen Bronzerflecken wie sonst. Beides wunderschöne Bronzer, kann ich wirklich mit bestem Gewissen beide empfehlen. Kommen wir zu Blush. Bei Blush gibt es nur einen. Und zwar ist es die Farbe Peach von Laura Mercier. Oh mein Gott. Der schönste Blush auf diesem Planeten. Ich liebe den. So ein schöner Ton. Der hat sogar auch so ein bisschen goldenen Schimmer mit drin. Ich swatch euch den mal. Könnt ihr das hier sehen? Ich hoffe. Also das ist halt der perfekte Peach-Ton und gleichzeitig goldener Schimmer. Und ich habe den auch hier drauf. Und was ich an dem Schimmer so schön finde, dass der mit dem Highlighter richtig gut zusammenschmilzt. Also das hier ist der absolute Wahnsinn. Und wenn ihr meinen Lieblingsblush haben möchtet, ist es der hier. Augenbrauen. Entspreche ich, glaube ich, nicht so der Norm, weil ich mag keine Augenbrauenstifte und ich mag nicht so gerne Pomaden. Und ich glaube, beides ist so erste und zweite Wahl für die meisten. Ich benutze aber Puder, weil ich finde, das wirkt bei mir natürlicher und nicht so. Ich habe halt sehr dicke und dunkle Augenbrauen. Vielleicht verstehen das die Südländer unter euch. Keine Ahnung. Aber wenn ich auch noch mit einer Pomade reingehe oder mit einem Stift, dann wird es halt echt fast immer zu aufgemalt. Und wenn ich mit dem Puder reingehe und das einfach so ein bisschen durchfächer und halt die Konturen so ein bisschen schärfer ziehe, dann ist es trotzdem nicht so schwer. Also ich finde halt, meine Augenbrauen sehen so viel, viel besser aus, seitdem ich Puder benutze. Und ich habe persönlich mit dem Pinsel auch viel mehr Kontrolle als mit dem Stift. Keine Ahnung warum, aber funktioniert für mich irgendwie besser. Und da habe ich von Benefit das Foolproof Brow Powder in der Farbe 5. Das ist hier so aufgeteilt in eine helle, eine dunkle Seite. Und man kann es selbstverständlich so benutzen, dass man das hellere eher vorne macht und das dunklere eher hinten. Mache ich auch manchmal. Manchmal mache ich komplett das Dunkle, manchmal mache ich komplett das Helle. Je nach Lust und Laune, wie sehr ich halt meine Augenbrauen in den Fokus setzen möchte.
möchte. Heute habe ich zum Beispiel komplett nur das helle benutzt und ich finde auch das funktioniert richtig, richtig gut. Was ich an dem Puder schön finde, ist, dass es pigmentiert ist, aber gleichzeitig ist es halt kein Lidschatten, also es ist nicht zu krass. Man kriegt es auch gut aus und in die Augenbrauen reingeblendet und es hält sehr, sehr gut. Und das in Kombination mit dem Benefit, der wurde jetzt umbenannt. Ich glaube, es ist jetzt der 24 Brow Setter. Achtet auf jeden Fall, dass die Verpackung so aussieht. Und das ist das Durchsichtige, nicht das mit Farbe. Das mit Farbe, keine Empfehlung, hält nicht. Das hier ist wie Sekundenkleber. Und wenn ihr auch störrische, dicke Augenbrauen habt wie ich, braucht ihr das. Kein Shade gegen andere Marken, aber alles andere ist Mist. Ich habe gefühlt jedes Augenbrauengel von Drogerie bis High-End durchsichtig ausprobiert, weil es nichts gibt, was mich mehr nervt, als wenn ich ein Instagram-Foto oder Instagram, was ich alles nur Social Media dreht, aber wenn ich ein Foto mache und dann sehe, dass meine Augenbrauenhärchen so sind. Ich kotze. Und der Grund, das ist so schwer im Zweifelsfall wegzubearbeiten. Ganz ehrlich, ich kann mir einen zweiten Kopf hinbearbeiten, gar kein Problem. Aber das hier schön wegzukriegen, schier unmöglich. Und mit diesem Gel, ich habe es jetzt heute nicht drin, weil ich habe mich, by the way, nur für dieses Video geschminkt. Das hält die Augenbrauen hoch. Selbst im Tornado. 100%ige Garantie, es ist das beste Augenbrauengel der Welt und wenn ihr das hier, also wenn ihr damit struggelt, safe, kauft euch das, weil es gibt nichts Besseres. Alle Marken oder Alternativen, die euch gerade einfallen, ich habe sie ausprobiert, ich will jetzt hier niemanden direkt schäden, aber alles Müll. Okay, Müll ist jetzt auch ein bisschen übertrieben, aber es ist einfach Tatsache, das hier ist das Beste. Kommen wir zu Mascara. Bei Mascara, war es für die erste Hälfte des Jahres ganz klar, es gibt nur die hier für mich. Und zwar ist es von Hourglass, die Caution Mascara. Ist auch, glaube ich, mein Favorit. Doch schon. Ja, ist definitiv Platz 1. Würde ich jedem empfehlen. Hat ein relativ kleines, kompaktes Bürstchen. Man kommt also richtig, richtig gut selbst an den Ansatz der Wimpern ran. So, ich hoffe, ihr seht das. Tada! Und seitdem ich diese Mascara habe, brauche ich keine Wimpernzange mehr, weil das die erste Mascara ist, die tatsächlich nicht nur damit wirbt, die Wimpern hoch zu machen, sondern es auch tatsächlich tut. Also ich habe so dicke, so lange Wimpern. Wow. Sorry, aber die Vorlage war so gut. So dicke, lange Wimpern. Und diese Mascara bekommt es ohne Wimpernzange hin, nur indem man sie halt hochkämmt, dass sie auch wirklich oben bleiben. Und es ist die erste Mascara bis zu dem Zeitpunkt gewesen, die nicht bei mir schmiert. Tausende Empfehlungen habe ich gehört. Wirklich. Also wie viele Mascara gibt es auf der Welt? Alles wurde mir empfohlen. Nein, versprochen, die schmiert nicht. Mist. Alles, was nicht schmiert, ist diese hier. Und dabei ist sie nicht mal wasserfest. Ich weiß nicht, was die hier in dieser Mascara-Technologie drin haben, aber es ist die beste Mascara der Welt. Hourglass Caution ist die beste Mascara der Welt. Fakt. Direkt dahinter ist von Too Faced die Damn Girl Mascara, denn auch die ist die mit der Caution die einzigen, die nicht schmieren. Auch die soll gar nicht wasserfest sein, meine ich. Schmiert aber nicht. Selbst wasserfeste Mascara schmiert bei mir. Keine Ahnung warum. Funktioniert einfach nicht. Aber die hier tut's nicht. Und der einzige Grund, warum die auf Platz 2 ist im Vergleich zu der anderen, ich finde, die macht eher so einen extremen Volumeneffekt und nicht ganz so definiert und ein bisschen weniger Lift, aber auch Lift. Also ich muss schon sagen, die sind sich relativ ähnlich. Und das ist halt dann wieder Geschmackssache, je nachdem, was man möchte. Entweder ist es halt eleganter, vielleicht ein bisschen natürlicher. Sieht halt einfach aus wie lange, dicke, schwarze Wimpern. Wohingegen das hier ein bisschen, okay, das klingt negativ, aber soll es gar nicht sein. Ich meine, ich zeige es dir in meinem Jahresfavoritenvideo. Also, und ich spreche eine ganz eindeutige, klare Kaufempfehlung aus. Aber nur zur Verdeutlichung, inwiefern die sich jetzt unterscheiden, würde ich bei der ein bisschen sagen, je oller, je doller. Weil die hat halt richtig schmackes, richtig Volumen. Und da muss man ein bisschen aufpassen, dass die nicht so diese Spider-Legs macht. Kann passieren. Muss nicht. Kann, wenn man husch husch macht.
Nichtsdestotrotz beide unglaublich gut und ich würde, glaube ich, keine andere Mascara überhaupt mehr kaufen. Ist Quatsch, weil ich liebe die beiden und ich habe so oft Fehlkäufe gehabt. Ich bin mit den beiden einfach fein. Kommen wir zu Setting Spray. Gibt auch zwei Stück, je nachdem, was ich möchte. Wenn ich möchte, dass mein Make-up bis zum übernächsten Tag hält, die Kay All Nighter. Also, ich zeige euch, das ist mittlerweile seit Jahren, es ist das beste Setting Spray, wenn es um Langanhalten geht. Ich liebe dieses Setting Spray, ich benutze es, keine Ahnung, wie lange gibt's das? Ja, so lange benutze ich es. Es ist produziert von Skindinavia und das ist halt lustig, weil Skindinavia hat halt auch eigene Setting Sprays und die habe ich auch durchprobiert, finde ich nicht so gut wie das hier. Ich verstehe nicht warum, aber Urban Decay All Nighter, gar keine große Diskussion, wenn ihr wollt, dass euer Make-up Ewigkeiten hält, ohne sich abzusetzen, ohne Scheiße zu bauen, 100%ige Empfehlung. Wenn ihr aber eher auch Feuchtigkeit und Glow wollt oder vielleicht auch so ein Spray, was ihr als Grundierung benutzen könnt, Tatcha. Problem hierbei, aktuell kann man es nicht nach Deutschland ohne weiteres bekommen. Ist richtig dumm, richtig dumm. Ich habe es gekauft, als ich in den USA war. Kann euch jetzt aber schlecht empfehlen, fliegt alle in die USA, um euch dieses blöde Setting Spray zu kaufen. Dann zeigt ihr mir auch einen Vogel. Weiß ich. Eventuell kann man es auf der eigenen Website von Tatcha bestellen. Fällt mir gerade ein, habe ich nämlich noch, das ist das Einzige, was ich noch nicht ausprobiert habe. Aber es gibt es bei Beauty Bay nicht, bei Douglas nicht, bei Sephora nicht, bei Beautylish nicht. Das ist halt aktuell noch so ein bisschen schwierig, aber wenn ihr da irgendwie eure Finger ranbekommt und auch eher auf so natürlich glowy, strahlenden Make-up-Look steht, ist das hier wirklich phänomenal. Ich kriege Halsschmerzen wieder. Kann das mal bitte weggehen? Ich nehme doch jetzt schon Antibiotika. Kommen wir zu Wimpernkleber. Muss ich nicht viel zu sagen. Ich glaube, ich habe jetzt bestimmt schon 35 Mal auf meinem Kanal über diesen Wimpernkleber gehypt. Es ist von der Marke Eskido. Mittlerweile hypen ihn auch andere Influencer. Ich war die Erste. Ihr habt es hier zuerst gehört. Jolina Mann liebt Eskido. Ich könnte von denen irgendwie so Firmenanteile kaufen. Also no joke, ich würde. Es ist der beste Wimpernkleber der Welt. Er hält für immer. Ich habe selbst in Wimpern geschlafen, also mehrfach. Ich klebe mir mit dem Kleber auch meine Steinchen auf. Ich liebe diesen Kleber. Ich würde nie wieder einen anderen benutzen. Ich würde niemals überhaupt wieder einen anderen kaufen. Weil ich einfach weiß, es geht nicht besser. Das hier ist alles und mehr, was ich mir von einem Wimpernkleber wünsche. Ist für euch verlinkt, kostet auch, glaube ich, nur 10 Euro ungefähr. Absolute Empfehlung. Meine Kamera ist gerade zum zweiten Mal ausgegangen, das heißt, ich rede schon Ewigkeiten. Deswegen mal eben schnell Durchlauf für so ein paar uninteressantere Produkte. Kajalstifte. Marc Jacobs. Keine Diskussion. Marc Jacobs macht die besten Kajalstifte. Ich habe sonst, glaube ich, in meinem letzten Jahresfavoritenvideo auch Urban Decay gesagt. Die sind auch richtig, richtig gut, aber es ist halt schon der zweite Platz. Das ist halt im direkten Vergleich der kleine, aber entscheidende Unterschied. Wenn ich mit denen hier am Auge bin, das ist halt wirklich creamy, das ist weich, das stockt nicht oder so. Das ist halt wirklich geschmeidig. Und Urban Decay ist halt extrem, 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 extrem gut, aber minimal trockener. Wenn ihr an die hier nicht rankommt, warum auch immer, kauft Urban Decay. Safe. Ihr werdet zu 100% eure Freude damit haben. Aber wenn ihr die kaufen könnt, die sind noch in kleinen Ticken, in der Handhabung angenehmer. Wenn sie erstmal drauf sind, sind sie gleich. Habe ich nicht gesagt, schnelle Runde. Eyeliner, 1000% Benefit Roller Liner. Ist der beste Eyeliner, den es gibt. Einziges Problem ist, man merkt nicht, wenn er alle geht. Und ich habe das Gefühl, er ist von jetzt auf gleich alle. Aber das ist halt bei dieser Art von Eyelinern oft so. Aber sobald er anfängt, leer zu gehen, ist er halt direkt instant leer. Aber ist auch meiner Meinung nach echt der beste. Selbst wenn ich mir hier in einem inneren Augenwinkel so eine kleine Verlängerung mal, nichts schmiert. Und ich habe halt wirklich sehr feuchte Augen und da schmiert halt alles andere und der hier schmiert nicht. Und das ist der beste Eyeliner, den ihr jemals ausprobieren werdet. Kommen wir zu Lippenprodukten. Und da habe ich als Lip Liner zwei Stück. Aber den einen finde ich gerade warum auch immer nicht. Aber ist halt nur die andere Farbe. Und zwar von Charlotte Tilbury. Die Farben Iconic Nude und Pillow Talk. Das hier ist die Farbe Iconic Nude. Pillow Talk ist ein bisschen mehr peachy. Es macht mich wahnsinnig, dass ich den gerade nicht finde. Aber merkt euch das. Iconic Nude, Pillow Talk. Also Kissengeflüster. Unglaublich schöne Farben. Der hier ist mehr nude, der andere ist mehr
Peachy, Rosé, Lachsfarben, aber trotzdem noch Nude. Die beiden in Kombination oder sowohl auch einzeln. Unglaublich schön und von der Textur so weich, so creamy, aber gleichzeitig so langanhaltend. Kuss safe des Todes. Also die Charlotte Tilbury Lip Liner, phänomenal. Und wo wir auch zu Lippenstiften kommen, auch Charlotte Tilbury. Ich habe hier zum Beispiel von ihr die Farbe KKW. Ist wahrscheinlich den meisten von euch zu hell. Ich stehe halt auf diese 90er Lippe aus dem Dunkel in hell. Ist voll meins. Aber auch, naja, okay, hat eigentlich auch keinen Sinn zu empfehlen. Ist an sich auch viel zu teuer. Welcher Idiot gibt 50 Euro für einen Lippenstift aus? Ja, hier sitzt einer. Wenn ihr euch mal irgendwie was gönnen wollt oder, keine Ahnung, im Lotto gewinnt oder mal Bock habt, 50 Euro für einen Lippenstift auszugeben, Tom Ford Spanish Pink. So, so schön. Ich liebe diese Farbe. Wenn ihr einen geilen Lippenstift haben wollt, den ich jetzt mittlerweile, glaube ich, selber 4-mal alle gemacht habe, das hier ist ein neues Backup. Maybelline Nummer 50. Baddest Beige. Oh mein Gott. Es ist auch versprochen, glaube ich, das letzte Mal, dass ich euch hier mit in den Ohren lege. Aber das ist wirklich so ein wunderschönes Nude. Man munkelt. Kommen wir, last but definitely not least, zu Lip Gloss. Wir haben einmal von Dior, den Lip Maximizer. Der ist ein bisschen frischer und für mich angenehmer in der Textur. Und wir haben Essence, der durchsichtige. Hat der irgendeinen Namen? Nee, es ist der durchsichtige Wet Look. Der hier sieht aber noch mehr juicy aus. Ist aber ein bisschen dicker. Also den merkt man wirklich auf der Lippe. Für das komplette Video jetzt gerade hatte ich die Dior drauf. Ich mache jetzt mal eine Seite Dior frisch. Das ist diese Seite, wie ihr seht. Und der hat halt auch so einen leicht aufprickelnden Effekt. Aber nicht prickelnd, sondern eher minzig. Und der hier ist wirklich eher wie so Zuckerguss, durchsichtig. Der ist sehr süß und leider sehr backig, aber der sieht noch mehr Juicy Juice aus. Im Prinzip sind es beides durchsichtige Glosse, aber sie könnten unterschiedlicher nicht sein. Sieht man einen Unterschied in der Kamera? Ich bin mir gerade selber nicht sicher. Ich im Spiegel sehe einen, definitiv, von hier zu da. Klar, also da sehe ich hundertprozentig einen Unterschied. Komm mal näher. Ich sehe einen Unterschied. Und ich spüre zu 1000% ein. Dior ist leider viel, viel angenehmer. Ich sage nur leider, nicht weil ich Dior nicht mag, Quatsch, aber weil es halt wirklich entscheidend teurer ist. Kommen wir zu Lidschatten. Habe ich noch gar nichts zu gesagt. Halte ich mich aber auch relativ kurz. Wir haben einmal von Urban Decay die Naked Reloaded Palette. Ist, glaube ich, so, wenn es um eine Palette geht, die, die ich mit am meisten benutzt habe, also wenn ich irgendwie unterwegs war auf Veranstaltungen oder irgendwo eingeladen, hatte ich eigentlich immer die mit. Oder und die hier von Mrs. Bella, die Darkside Palette. Die ist wirklich phänomenal. Also ich liebe diese Palette. Ich glaube, ich hatte sie letztes Jahr sogar auch schon mal im Video, aber da war sie halt erst im Herbst rausgekommen und ich habe sie komplett 2019 weiter durchbenutzt. Ist tatsächlich meine zweite. Eine war mir leider kaputt gegangen, also da waren halt 4 Farben komplett geschreddert, aber hier bin ich auch schon wieder, ups, wie heißt der? Warm Sand, auch schon wieder Hit Pan, ich liebe aber auch Green Smoke, ich liebe alle Farben. Also die einzige Farbe, die ich bei der Palette so ein bisschen, ist die goldene, die ist mir ein Ticken zu Gelb-Gold, Goddess. Aber der Rest, das hier ist meine absolute Lieblingsfarbe, die war... Und der Highlighter Gleam is everything. Also wirklich. Achso, Highlighter haben wir auch gar nicht drüber gesprochen. Wäre entweder hier Gleam aus der Palette von Mrs. Bella. Oder wenn ihr einen einzelnen wollt und nicht einen, der in der Palette irgendwo mit drin ist. Dann ist es von Becca. Die Farbe Vanilla Quartz. Habe ich hier gerade nicht liegen. Ist aber wirklich das schönste Weißgold. Aber Gold. Es ist nicht silbrig, es ist nicht kühl, es ist nicht pink, es ist nicht lila, es ist nicht permut, es ist nicht grün, es ist nicht was auch immer. Es ist das Perfekte, weil Champagner kann zwischendurch oder goldig kann schon zu dunkel sein. Vanilla Quartz ist, wenn ihr meinen Hautton ungefähr habt, der perfekte Ton, der das Licht widerspiegelt. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich hatte ihn eigentlich eben hier rausgelegt. Hier ist gerade ein Berg. Es tut mir leid. Vanilla Quartz von Becca. Auch in der Infobox. Habe ich auch ein komplettes Video zu. Aber genau, es ist Lidschattenmäßig auf jeden Fall Urban Decay Naked Reloaded. Mrs. Bella und BH Cosmetics
Dark Side. Beide Paletten, absolute Empfehlung. Aber mein persönlicher Platz 1 hat sich jetzt einfach im Laufe der Zeit rausgestellt. Ich benutze die Marke seit 3 Jahren. Happy Birthday, by the way. Die Marke ist gerade 3 geworden. Und ich bin seit Anfang an großer, großer Fan. Lethal Cosmetics. Ich habe alle Lidschatten, die sie jemals rausgebracht haben. Und benutze sie mit Abstand von allen Lidschatten, die ich habe in meiner Collection, am meisten. Und ja, es gibt so viele Möglichkeiten. Es gibt mittlerweile so viele unterschiedliche Farben. Es gibt auch bei den magnetischen Paletten die Möglichkeit, sich selber Kombinationen so als Palette zusammenzustellen und zu designen. Und man kann so ein bisschen sein eigenes Ding draus machen. Und die Qualität ist nicht von dieser Welt. Wer es nicht weiß, Lethal Cosmetics ist eine Indie-Brand. Das heißt, ist halt wirklich klein gestartet, ist halt kein Millionenkonzern, den es seit 38.000 Jahren gibt, sondern ist halt wirklich eine kleine Brand hier aus Deutschland, die in Berlin gestartet ist, vegan, cruelty-free, PETA-zertifiziert. Ich stehe so sehr hinter dieser Brand und die Produkte sprechen für sich, also die Qualität ist wirklich einzigartig. Ihr könnt, by the way, für Lethal Cosmetics immer auch meinen Code benutzen. Jolina10 gibt euch 10% Rabatt, wenn ihr da bestellen möchtet. Und das kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, das zu tun. Zu guter Letzt, einen Pinsel möchte ich empfehlen. Ich finde, man kann vieles an Pinseln mittlerweile ersetzen. Pinsel sind im Laufe der Zeit so gut geworden. Also von verschiedenen Brands, würde ich sagen. Aber dieser Pinsel hier von Morphe ist die E62. Und das ist der Pinsel für Nose Contouring. No joke, die Form perfekt. Der passt halt hier direkt rein, ist abgeschrägt, hat die perfekte Breite, um es auszublenden. Ich liebe diesen Pinsel. E62 von Morphe. Ihr könnt Code Jolina nicht benutzen, weil den gibt es nicht. aber ja, wie gesagt, E62. Wirklich, wirklich, wirklich gut. Aber ja, das war es dann auch mit meinem Jahresfavoriten-Video. Ich habe tierisch Halsschmerzen, weil meine Mandeln eh aktuell durchdrehen. Ich hoffe, dass wenn dieses Video online kommt, ich mit dem ganzen Mist schon wieder durch bin und es mir besser geht. Aber aktuell, aua, Antibiotikum, Schmerzmittel, Halsschmerztabletten, richtig, richtig cool. Deswegen würde ich sagen, verabschiede ich mich jetzt bei euch. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Falls es der Fall ist und ihr es noch nicht getan habt, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, denn sehen wir uns hier in ein paar Tagen schon wieder. Denn ich bin jetzt gerade, wenn ihr das seht, in Los Angeles und man munkelt, dass ich euch da noch ein paar mehr Einblicke zu zeige. Aber ja, das wäre alles für heute. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Fühlt euch ganz, ganz doll gedrückt und geknutscht. Und ich würde sagen, bis wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Habt einen schönen Tag.